Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Und das kann dir auch passieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Und Kinski hat sich hier in diesem Badezimmer 2 Tage und 2 Nächte 48 Stunden lang eingesperrt und hat in Tobsuchtsanfällen alles kurz und klein geschlagen. Also die Badewanne, die Kloschüssel, alles was da war, konnte man hinterher durch ein Tennisracket sieben. Also es war wirklich unglaublich, weil ich sowas nie für möglich gehalten habe, dass jemand 48 Stunden toben kann. Es wurde auch damals die Polizei dann am Schluss geholt, aber die ließ ihn in Frieden. And of course we didn't want to make English music or American music, and we didn't want to make German Schlager music, so we had to come up with something new. The only thing we could hold on is classical music or the folk, and everything else was from England or America. We wanted to be international, and we tried very hard not to be Anglophonic and not to be German. So space is one solution. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich.
I hope I'm not disturbing you. Sir, the bank wanted me to come by again. And die Sprache ist mir zwar ein bisschen unbekannt. Yes. Aber da ist irgendwie eine Tücke dran. The bank wanted me to pay a visit again today. The problem we're having with the payments, the filling of the agreement, it's out of our hands. And I've been asked to come out and let you know that we're going to be forced to repossess your mobile home. To absolve you of any responsibility in a loan, as a matter of formality, we need you to sign this paper. If you would please, sir. This will take away your responsibility in the loan. Thank you, sir. So, nun hören Sie wieder ab, wann kommt der nächste Besuch? Have a good day, sir. Thank you. Goodbye. Wiederlehen.